Hoppla, was ist denn da los? Seht ihr das im Hintergrund? Es ist weg. Katsching! Und da ist es wieder. Ein Ring, ein Hub. Heute ist Tag 2 im Pokémon Go Fest. Was hat es denn damit auf sich? Eine Spezialforschung für alle überraschenderweise. Da ist er schon wieder. Er sieht aus wie ein Ring von Sonic jetzt gerade. Was hat es damit auf sich? Bequatschen wir ein bisschen, während ich wieder mit meinem Autopilot-Team spiele und einblende. Eine Spezialforschung für alle. Überraschenderweise, aber relativ kurz. So, ich glaube von League Duck habe ich hier eine Grafik. 20 Pokémon verschicken, 2 Schnappschüsse, 3 Raids machen, dann 5 Raids gewinnen, 5 großartige Würfe und 20 verschiedene Pokémon fangen. Gibt ein bisschen Sternenstaub und so weiter. Und ich glaube, es geht eher darum, um die Story. Ich habe zwar noch nicht gesehen, was der Professor Willow labert, aber der wird vermutlich vielleicht irgendwie das Phänomen mit Hooper erklären. Das kann ich auch gleich noch erklären. Und die begrenzte Forschung für Ticketbesitzer. Einfach immer Kämpfe in einem Raid. Dann gibt es einen Fernraid-Pass und 3 Top-Beleber, 3 Top-Tränke. Wer die nicht aus Versehen zerstört oder so. Und die lassen sich stapeln. Und jetzt mal gleich, oh, der Himmel ist schon genial. Jetzt mal gleich eine Info. Wer die wirklich vorhat zu stapeln, es gibt im Box eine Shop, wollte ich sagen, im Shop eine Box, wo 3 Raid-Pässe drin sind. Diese Box kann man sich nur kaufen, wenn man 2 Stück oder weniger besitzt. Also, wenn man sie wirklich bunkern möchte, dann zuerst die Box kaufen. Obwohl, Moment mal, Kämpfe in einem Raid. Man muss nämlich nicht gewinnen. Zuerst die Box kaufen und dann kämpft man 7-mal im Raid, holt sich das immer ab, kämpfen. Lässt man sich mit Absicht verlieren oder was auch immer, dann wieder kämpfen, lässt man sich mit Absicht verlieren und ganz am Ende macht man ihn dann einmal. Dann hat man so einige gebunkert. Und eventuell, wenn man möchte, kann man machen, muss man aber nicht machen. Hooper ist ein mysteriöses Pokémon, aber das können wir nicht bekommen, wie es aussieht, außer Niantic haut am Ende des GoFests noch eine Überraschung raus oder so. Und genau, das hat so ein bisschen die Story, den Hintergrund, dass es mit seinen Ringen legendäre Pokémon einfach herbeirufen, herbeibeschwören kann in Regionen, wo diese eigentlich gar nicht auftauchen sollten. Und das passt natürlich perfekt für einen Tag wie diesen, wo alle legendären Pokémon auftauchen können. Und mit dieser, boah, das Ding hält aus. Und mit diesem Himmel und der ganzen Hintergrund, boah, weil ich ausgeholt habe, ist das schon verlockend, aber glaube ich, macht keinen Sinn. Da fahre ich lieber runter. Da passt das schon ganz gut zusammen alles. Oh, Moment, aber wartet mal, Schlecker ist hier nicht so effektiv. Ich glaube, ich mache das. Keine Ahnung, ob das schlau ist. Mal schauen, wie viel ein abgeschwächter Body Slam macht. Jo, also, das ist die Story so ein bisschen mit Hooper und dem heutigen Tag, aber ich glaube, das Pokémon wird man nicht bekommen können. Dann in Chicago hat Niantic ein ordentliches Event veranstaltet. Dabei, das war eine von diesen Locations, wo man sich anmelden musste für ein Vor-Ort-Event, wo man nicht wusste, was da ist, aber auf jeden Fall keine Boni im Spiel. Und da hat Niantic ein riesiges Raid-Eye aufgestellt, also wirklich riesig, so wie ein Gebäude groß. Und auf diesem Ei war praktisch wie ein Bildschirm oder so ein, nicht Hologramm ist das falsche Wort, aber da hat Niantic Videos abgespielt, so mit einem Timer, da ist geschlüpft und da war dann Mewtwo und Lichtspiele und so weiter, das hat auch sehr genial ausgesehen. Dann sind, glaube ich, sogar diese Pokémon sind da irgendwie geschlüpft. Okay, ich komme leider nicht zu einer Attacke. Heieieiei. Na gut, schauen wir mal, was dein letztes Pokémon eventuell ist, aber so ohne Extra-Attacken wird das nichts. Azumarill. 2, 3, 4 und 5. Das kann jetzt schon ein Charm sein. Oder dann die Hydropumpe bei 7. Genau, das wird es heute geben. Finde ich spannend. Mal schauen, was so passieren wird. Wie viele Raid-Einladungen wird man erhalten? Was werden die Leute raiden? Ja. Ich meine, es macht im Grunde keinen Sinn. Du wirst runterfarmen und ich bräuchte aber Farmmöglichkeit für meinen Slimer. Die Wechseluhr ist gleich um. Und einsetzen wirst du. Doch, du setzt noch ein, aber jetzt habe ich nicht so viel Farmmöglichkeit für hier.
Das Maximum, was ich rausholen könnte, aber ich glaube nicht mal das, nö. Weil ich bekomme hier noch einen Blubber ab. Ah, okay, du kannst sowieso wechseln, wollte ich sagen, ist ein Gleichstand. Naja, ein sehr knapper Kampf. Für Tobias vorne, denke ich mal, geht das in Ordnung. Das Schlurp hat echt viel ausgehalten. Das Schlurp hat so einiges ausgehalten. Die Pose muss ich vielleicht wieder ändern, da sieht man mich ja gar nicht in dieser Ansicht, in dieser Grafik. Ansonsten, PvP-Interessierte, was wird man heute raiden? Gute Frage. Na, also ich muss sagen, von Giratina in der Wandelform für die Meisterliga bin ich in diesem Meta echt begeistert worden. Dann geht das auch für die Hyperliga natürlich klar. Mewtwo, ich weiß, ist jetzt sowieso ein paar Tage da, aber Mewtwo ist krass. Mewtwo ist ultra krass, Meisterliga, auch mit Yveltal, wenn man ein Team hat, wo man dagegen irgendwie was bauen kann. Warum schilden die Knogger so ein Ding? Was soll das? Kann ich mir nicht den Wechsel zurückholen? Das wäre sehr nett. Sollte ich das überleben, wenn es eine Knochenkeule ist, bin ich mir nicht sicher. Dann nicht overtappen. Und so, das klappt in letzter Zeit aber nicht mehr, weil es nicht nur einen One-Turn-Lag gibt, sondern zwei Züge. Da schmuggeln die Gegner praktisch in der Dingenskirchen noch eine Dingenskirchen rein. Okay. Und jetzt würde ich sagen, einfach runterfarmen mit Slimer. Schildvorteil haben wir uns geholt. Bisschen Energievorteil holen wir uns auch noch. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Registeel. Ich meine, die Mülltonnen hatten wir erst. Der Hype von Registeel ist ein bisschen vorbei, glaube ich. Aber jetzt, wo Fokusstoß auch wieder ein bisschen stärker wurde. Nidoqueen. Na gut. Da kann ich leider nicht viel machen. Außer zu überlegen, was war nochmal vorne? Ich habe es schon wieder vergessen. Du gehst einfach direkt auf Giftzahn. Na gut. Was war nochmal vorne? Irgendwas, wo ich hart verliere. Ach so, das Knogger. Nö, das Knogger war ja der Wechsel. Was war nochmal vorne? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, das Ding. 3 und 4. Ich glaube, meine einzige Möglichkeit wäre wirklich zu hoffen, dass du zweimal Blubstrahl einsetzt. Oder? Ja, du schielst dir direkt erste Attacke. Perfekt. Und nicht mal Blubstrahl. 1, 2, 3 machen wir und Meditalis macht leider nichts, einfach nichts. Da ist sogar der Blubstrahl, okay, aber das ist leider auch zu viel. Da kommt nochmal der Blubstrahl, aber gut. Ein zweimal abgeschwächtes Meditalis macht dann gegen ein Apoqualyp nicht mehr wirklich viel. Aber da kommt wirklich nochmal der Blubstrahl, warum denn nicht? 3 und 4, da kann man schon gerne mal machen. Apoqualyp, ja, das ist natürlich Hardcounter City so ein bisschen. Das macht echt wenig. Ich glaube, ein Charm hätte in etwa auch so viel verursacht. Dann gehen wir da mal raus aus diesem Schneckenhaus. Ich muss mir, glaube ich, endlich mal den guten Kyogre in 100% holen. Denn dann, das Ding ist einfach nur overpowered gewesen in dieser Meisterliga. Und ja, was aber verständlich ist, wenn all die Staluper glauben, dass irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann tauchen auch natürlich ein paar mehr Wasser-Pokémon auf und auch Groudon eventuell, aber ich bin da nicht so zimperlich, wählerisch. Man könnte natürlich machen, man fokussiert sich nur auf irgendwie ein Pokémon und versucht von da genügend XL für einen 100er zu bekommen, für einen 50er zu bekommen. Aber, jo, Meditalis ist heute wirklich genial vorne. Meditalis kann ich wärmstens empfehlen. Definitiv. Das holt sich hier jeden Kampf. Komplett von oben bis unten alles. So. Ich hoffe wirklich, dass du Schmarotzer einsetzt. Das wäre sehr nett. Komm, mach jetzt nicht diesen hier. Geh nicht auf Steigerungssieb und dann nochmal auf Steigerungssieb. Bitte setz einfach die Attacke ein. Danke dir. So, jetzt machen wir noch eine Sofortattacke und setzen danach gleich ein. Mal schauen. Ich glaube, auch wenn du jetzt mit einem Steigerungshieb kommst, kann ich mir dann den Wechsel holen. Na, ohne dir den Hintern zu versohlen. Und ich hole nicht aus, obwohl du 4 Attacken gemacht hast. Perfektes Leben.
und du setzt ein den Schmarotzer. Dann glaube ich, kann ich jetzt runterfarmen. Jawohl, das können wir jetzt. Und nun kommt dein Azumarill rein. Ich hätte 2 Attacken machen sollen. Aber egal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie schnell das Azumarill davor gewechselt hat. So. Uff, wirst du dann runterfarmen? Nö, ich glaube, das kannst du nicht. Oder? Kannst du das? Will ich das zulassen? Oh. Huch. Was kam denn da noch an? Hä? Kam da schon der Himmel? Okay, egal. Video von Caleb Peng gesehen. Das war krass. Das war ganz krass. Ein Drapion kam nach 3 Sofortattacken zur Attacke. Oh, das war wirklich krass. So, es gibt jetzt diese unsichtbaren Attacken. Mir glaubt ja niemand. Es gibt die unsichtbaren Attacken, wo ein Pokémon instant so eine Attacke bekommt. 1, 2, 3, 4. Ich glaube und ich befürchte, ich mache mit den Gifthieben keinen Schaden. Ich muss hier wirklich noch für jedes KP, für jeden KP drin bleiben. Oh, 1, 2. Nein, ich muss diese Sofortattacke rüberleiten und hoffen, dass ich hier einen Sturzflug überlebe. Oder der Himmelsfeger. Das ist der Himmelsfeger. Moment. Dann schaffe ich 7 Sofortattacken, bevor du bei der Ladeattacke bist. Okay, das ist der Sturzflug. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich wirklich nichts gesagt. Also. Okay, Meditalis vorne ist halt top. Cooper hat hier jedes Pokémon in die richtigen Wege geleitet. Da kann man nichts sagen. Also, ich erwarte jetzt ein... Was würde mich noch härter auskontern? Schauen wir mal. Aber so einen Charmer, brauchen wir, glaube ich, jetzt mal. Der wäre auch nicht so verkehrt. Also, ja damit. Jawohl, da haben wir einen Rockstar. Du hast auf jeden Fall gleich ein Charm-Pokémon für mich. Wie ich es gesagt habe, der Algorithmus hat nämlich Voice Activation. Ihr glaubt, ich mache Scherze. Das geht so richtig ab und das ist perfekt. Danach ein Boden-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon. Der Erl, der gute Erl, auf den ist Verlass. Auch am Pokémon Go Fest. Tag 2. Na gut, einen Versuch haben wir dann noch. Was wünschen wir uns schon als letzten Hardcounter? Ja, werden wir gleich sehen. Und dann schauen wir mal, was da so passieren wird. Ich werde sowieso, glaube ich, 2-mal schilden. Also, jo, und Voltula bleibt auch kurz stehen. Voltula, schau mal, ich drücke jetzt hier drauf, okay? Und Sofortattacke kommt, sehr schön. Das ist schön. Und das ist nämlich wichtig und richtig, dass man auch mal was macht. Und nicht den Gegner einfach hier komplette Party machen lässt. Denn dann würde man eventuell... Voltula, schau mal, der macht 2. Das sind 4 Züge. Du machst auch 4 Züge. Und danach musst du noch ausholen. Voltula, das haben wir doch gelernt. Das habe ich dir echt beigebracht. Schau mal, das Ding wäre schon längst kaputt mit den 2 Sofortattacken, die du bekommen solltest. Voltula, jetzt raff dich doch mal. Raff dich mal, Voltula. Raff dich mal, weil jetzt kann der ganz einfach runterfarmen. Mit den ganzen Attacken. Oh, macht er aber nicht. Macht er aber nicht, das ist fein. Aber so werden krasse Matchups einfach komplett von oben bis unten geflippt. Na gut, das ist gut, weil jetzt habe ich hier nichts zum Farmen. 0 Farmmöglichkeit und wir haben noch immer das Charm-Pokémon vorne. So. Oh, es ist aber mit Pulverschnee, was ich nicht gesehen habe. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Mache ich da eine Matschbombe? Oder 2 Knirscher? Ah, das war doof. Eine Matschbombe runterfarmen wäre es gewesen. Das habe ich mir jetzt versaut. 1, 2, 4, 5. Oh, gewinne ich den Gleichstand? Gliegla-Gleichstand? Ich gewinne den Gliegla-Gleichstand. Dieser kleine Schleimbeutel gewinnt den Gliegla-Gleichstand und wir brauchen dann Meditalis gar nicht mehr. Wer braucht schon Führungen? Wir brauchen Pokémon vorne. Ganzes Pokémon vorne brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Okay. Der Voltula wurde zwar ein bisschen gescampt und um einige Sofortattacken bestohlen, was bei Vierer-Moves nicht so wichtig ist.
Aber wir konnten uns noch den, welches Wort will ich sagen? Nicht Vergeltungssieg, sondern den Trost. Genau, den Trostsieg können wir uns in diesem Set noch holen. Boah, in den Himmel habe ich mich schon verliebt. Bin gespannt, ob der den gesamten Tag so bleibt. Da kommt schon so ein bisschen Hooper-Stimmung auf, glaube ich. Da entging mir echt eine Gelegenheit. Ich hätte einen Videotitel machen müssen. Hooper kommt? Fragezeichen, Rufzeichen, ganz krass und so weiter und so fort. Aber nö, kommt es ja gar nicht. So, irgendwas wird auf dem im Code oder im Ladebildschirm gefunden. Okay, es könnte sein, dass hier noch eine Erinnerung, ein Wecker geläutet hat. Das könnte auf jeden Fall sein. Nicht sehr effektiv, zündet gut rein. Dieser Floor ist hier am Start auf jeden Fall. Und mal schauen, ob wir in Fahrt kommen damit. Du schildest mal rein, dann... Das ging mir jetzt schnell, muss ich sagen. Muss ich hier leider auch mal schilden. Aber das Zwei-Schilde-Szenario kannst du, glaube ich, nicht gewinnen. Schauen wir mal. Oh, dieses Bisaflor möchte auch keine Sofortattacken machen. Das ist mal gut. Das freut mich mal. So. Dann. Ich habe schon wieder vergessen, was vorne war. Aber weil du danach wechseln und mich wegsnipen kannst, mache ich das nicht. Ich heb mir den Schildvorteil auf. Was war nochmal vorne? Kommt schon. Das wäre echt wichtig zu wissen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und wenn ich Glück habe, reicht das genau perfekt zum Runterfarmen. Jawohl. Was war nochmal vorne, bitte? Das wäre ultra wichtig jetzt zu wissen. Ach, nach Tara. Okay, nach Tara war's. Kann ein Meditalis mit einer geladenen Psychokinese gegen Anazurmeril ankommen, wenn das Meditalis einen Schild hat? Ich glaube... Oh, das macht ja gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob das eigentlich das Schlaue ist. Na, aber wir versuchen das mal, weil dann komme ich zu einem Ladungsstoß. Ein Knuddler besiegt mich nicht. Ich habe die Psychokinese. Ich gewinne den Gleichstand gegen Azumarill dann drüben. Ich denke, das ist die bessere Variante. So, das kommt an. Genau, und da ich den Gleichstand gewinne und die Psychokinese ready habe, glaube ich, müsste das entschieden sein. Na, obwohl... Wir sind noch nicht. So, jetzt fange ich dich in einer Sofortattacke auf. Dann kommt das auf jeden Fall noch an. Ja, das sollte klar gehen. Das sollte, denke ich mal, klar gehen. Perfekt. Gut. Das war ein Gleichstand. Ich habe einmal drüben gemacht. Sind vier Züge plus hier. Und das Ding hat zweimal drei Züge. Ach, egal. Was sind schon Gleichstände in dieser Welt? Jawohl, da wird nochmal ordentlich auf der Luftgitarre gespielt. Das war's. Hooper, Spezialforschung. Mit nur zwei Schritten. Unangekündigt. Ganz geheim. Da sind wir hier dabei. Na und so soll es mal sein. 20 Punkte. Sehr schön. Das sind 20 Punkte. Für ein 2:3, das geht natürlich immer in Ordnung. Dann wünsche ich heute viel Spaß. Erfolg. Glück, Shinies, fleißig fangen. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.